alles, ich mache das trotzdem nur für euch. Entweder das runterzuschlucken oder das auszuspucken, weil ich lachen musste. Challenges. Jetzt sind wir in Münster angekommen. Dort fragt man sich sehr häufig, wer bin ich? Und dazu passt auch unser nächstes Spiel. Es muss erraten werden, wer man denn ist. Und wir haben uns gedacht, Echo darf die erste Frage stellen. Mach das ein bisschen höher, ne? Sonst fällt das nämlich gleich ab bei mir. Bei dir hält es hoffentlich, Echo. Nicht, dass du irgendwie da nach oben hinschielst. Nee. Ich kann es schon verstehen. Er hat ja die Glatze poliert. Da kann er gleich abrutschen. Ich darf anfangen. Ich weiß auch schon wegen eures Gelächters, dass es irgendwas Witziges, Originelles ist. Ja? Und ich habe irgendwie vernommen, dass hier jemand sagt, das ist ja gar kein richtiger Star. Also das war auch noch so eine Art Diskussion, ob das ein richtiger Star ist oder nicht. Ich wollte es nur sagen, das sind die Sachen, die ich als scharfsinniger Mensch beobachtet habe. Und insofern habe ich schon einen gewissen Vorteil. Was der mir jetzt bringt, weiß ich nicht. Bin ich männlich? Ja. Männlich. Komme ich aus Deutschland? Ich gehe davon aus, dass du aus Deutschland kommst, ja. Aber genau wissen tue ich es nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Bin ich eine geschichtliche Figur? Nein. Gut, dann würde ich mal als allererstes fragen, bin ich männlich? Nein. Dann darfst du weitermachen. Bin ich eine... Moment. Komme ich aus dem Entertainment-Bereich? Nee. Ich gebe den Hinweis, ist artverwandt, aber nein. So, die Richtung ist nicht schwer, ist nicht verkehrt, aber nein. So, wer bist du denn? Ich habe es gelernt, ich bin eine Frau. Bin ich in mehreren Ländern als in Deutschland bekannt? Ja. Bin ich weltweit bekannt? Das weiß ich nicht, aber ich nehme es an. Okay. Bin ich ein Mensch? Ja. Ja? Da musst du es überlegen jetzt, aber. Du bist ein Mensch, aber ja. Ja, du bist ein Mensch. Bin ich eine Schauspielerin? Nein. Nee, ich. Nein. Okay. Nein. Damit darfst du weitermachen, Freezy. Ich wollte fragen, ja. Bin ich eine fiktive Figur? Ja. Ja. Eine Zeichentrickfigur. Ja. Von der man nicht weiß, ob sie aus Deutschland kommt. Deutschland? Ja, ich weiß nicht, ob die in Deutschland gemacht wurde. Aber, ja. Und ob sie da geboren ist. Ja, so, das weiß ich nicht. Aber es hat was mit Deutschland ja zu tun, ja. Ne? Ja, Pumuckl. Keine Ahnung. Gibt so viele gibt es ja gar nicht in nichts. Okay, dann. Man kann sagen, seine Figur, seine Person, die ist auf jeden Fall eingebürgert worden. Die ist auf. Ja. Also wenn du mich fragen würdest, bin ich deutsch, würde ich sagen, ja. Aber ob du jetzt in Deutschland gemacht wurdest, das weiß ich nicht. So. Aber du bist nicht Pumuckl. Ich bin eine Frau, die weltweit bekannt ist und keine Schauspielerin ist. Komme ich aus der Musik? Ja. Mache ich selber Musik? Ja. Ich singe. Ja. Okay. Bin ich Deutsche? Nicht, dass ich wüsste, nein. Okay, dann. Dann dreht sich das Spiel wieder um. Also ich bin eine Zeichentrickfigur und komme irgendwie aus Deutschland. Aber man kann nicht feststellen, ob ich hier erschaffen wurde. Aber wie war die Frage nochmal, ob ich in Deutschland bekannt bin sowieso? Aber irgendwie ist aber auch der Hang zu Deutschland anscheinend da. Habe ich ja eben gefragt, ne? Komme ich aus Deutschland? Ich habe eben gefragt, komme ich aus Deutschland? Hast du gesagt, ja. Richtig? Ja, du bist Deutscher, aber ich weiß nicht, ob derjenige, der dich erfunden hat, du bist eine fiktive Figur, ob der ein Deutscher war und ob der das in Deutschland gemacht hat oder ob der nicht in Pusemuckl oder Tumbuklu dich erfunden hat, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, deutscher Pass, du kannst, ich würde da gar nicht so drauf rumreiten, du bist schon ziemlich deutsch. Ja. Meister Propper. Das ist, was viele nicht wissen, Meister Propper ist, meine ich, nicht deutsch, Alter. Das ist ein Ami-Ding, Alter. Mr. Propper. Dieser Glatzkopf, mit der eine gewisse Ähnlichkeit zu mir mittlerweile auch aufweist. Ich glaube, das ist nicht deutsch. Gut, aber kommen wir zurück zu meiner Sängerin, der ich bin. Singe ich nur oder habe ich auch schon mal gerappt? Das kann ich dir nicht so wirklich beantworten, aber du bist jetzt nicht fürs Rappen bekannt. Okay. Aber das war jetzt auch keine richtige Frage, immer mit Ja oder Nein Antwort kommt. So, habe ich auch schon mal gerappt, habe ich gefragt. Nein. Okay. Dann bist du wieder. Nein. Ja, okay, dann. So.
Es kann doch nicht wahr sein, dass es eine Zeichentrickfigur gibt, die einen Deutschen darstellt, aber nicht... Ja, der Bezug zu Deutschland ist ja dennoch sehr wichtig, ja? Das heißt, bin ich ein Deutscher? Bin ich eine deutsche Zeichentrickfigur? Also, bin ich eine Zeichentrickfigur, die einen Deutschen darstellt? Einen Deutschen? Wie würdest du darauf antworten? Ja, also wir haben der Figur ja schon den deutschen Pass ausgestellt und wir können ja sagen, die Figur ist einigermaßen deutsch, aber... Warte mal, ich frage mal anders. Würdest du sagen, dass Pumuckl einen Deutschen darstellt? Würde ich sagen, ja, weil das gibt's ja nur in Deutschland. Ja, dann stellst du auch einen Deutschen. Dann bist du deutsch. Du musst aber in eine andere Richtung gehen. Ich glaube, das hilft dir gar nicht so viel weiter. Ey, Alter, du hast das viel Schwierigeres genommen, glaube ich, als ich. Aber er befindet sich in der Konzentrationsphase. Bin ich lustig? Ja. Ja. Du bist jetzt nicht hier die Witzgranate des Jahres, aber du bist so ein lustiges Kerlchen, ja. Laufe ich im Fernsehen? Ja. Selten haben wir so ein fragendes Gesicht gesehen. Ja, das ist ja total... Also, welche Trickfiguren laufen im Fernsehen und stellen irgendwie... haben einen Deutschlandbezug? Das ist ja total abstrakt. Ja, du hast das auch sehr abstrakt schon für dich gemacht. Habe ich meine eigene Sendung? Nein. Bin ich die Sängerin, die ich bin, bin ich aktuell erfolgreich oder sind meine größten Erfolge schon länger her? Ja, bin ich aktuell erfolgreich? Ja. Okay, gut. Bin ich fett? Nein. Okay, gut, er ist wieder. Der Pillard, der trennt Menschen in fett oder nicht fett. Mein erster Gedanke wäre jetzt Adele gewesen, so. Deswegen hatte ich nach fett gefragt. Ist Adele denn fett? Ja, klar. Okay. Warte doch mal, ich muss erst mal überlegen. Ja, wir halten dir das Mikrofon hin, falls die Frage jetzt bei dir aufleuchtet, dass wir die auch einfangen können. Fass doch nochmal zusammen, was weißt du alles über dich selbst? Irgendwie ist es eine Trickfigur, irgendwie läuft es im deutschen Fernsehen, hat aber keine eigene Sendung. Warum lacht ihr alle? Ich kann mir vorstellen, dass dieses Spiel noch viele Stunden gehen würde. Habe ich einen Film? Nein. Kein Film. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gefragt. Doch. Ich habe gefragt, ob ich deutsch bin. Hast du gesagt, nein. Bin ich schwarz? Nein. Damit bist du wieder dran. Ich habe keinen Film. Ich bin eine Trickfigur, irgendwie, die in Deutschland wichtig ist anscheinend. Ich bin trotzdem nicht Pumuckl. Bin ich aktuell im Fernsehen? Boah, ja, ne? Ja, ja. Einigermaßen ja, schon, ja. Aber bekannt eher für was ich früher geleistet habe. Ich glaube, das war eine konstant gute Leistung, oder? Ja, ja. Ja, also, ja, so, Punkt. Wie wäre die Frage nochmal? Ob ich eher für die alten Zeiten bekannt bin? Nein. Nee. Bist du eine geile Sau? Eine berechtigte Frage. Für manche ja, bestimmt. Also ja, also für manche ja, aber ich kann jetzt nicht sagen, ja, das ist jetzt sehr differenziert. Ich sag jetzt erstmal ja, ich würde aber an deiner Stelle nochmal eher nachhaken. Für dich auch, Echo? Also ganz privat? Nee, also du bist jetzt nicht da, guck mal, wir helfen uns ja auch. Du bist nicht dafür bekannt, eine geile Sau zu sein. Du bist schon cool, geht schon klar, so, sagen wir so. Also du bist nicht dafür bekannt, eine geile Sau zu sein. Keine Jennifer Lopez, wo alle direkt sagen, boah, geile Sau und so. Sowas bin ich nicht, nein. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Da gibt's Katy Perry, ist eine Sängerin. Da bin ich Katy Perry? Ja. Nein. Ernsthaft? Mach doch keinen Kack. Guck mal nach.
Ich bin Katy Perry, guck mal. War das so die einzige, die du kanntest? Das ist so der einzigste Name, der mir in den Kopf gekommen ist. Obi Bieber, Alter. Krass. Hallo Heidelberg, Pillard und Echo Fresh. Und jetzt wollen wir rausfinden, wer von beiden bringt mehr Allgemeinwissen mit an diesen Tisch. Wir finden heraus, wer der wahre Checker ist. Frage lautet, und der erste Buchstabe ist ein Z bei der Antwort, um das mal direkt einzugrenzen. Welches Fitnessangebot findet sich heute? Plus. Zumba. Zumba wäre richtig gewesen. Was hast du vorgeschlagen? Plus, keine Ahnung, das ist das Einzige, was ich das kenne. Das ist Supplement-Hersteller, Brudi. Ja, keine Ahnung. Das nimmst du einfach, wenn du nicht ins Fitnessstudio gehst. Okay. Ein bisschen pumpen musst du dann ja auch. Frage, Alter. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur Fitness und Z verstanden, habe direkt auf Zack Plus. Digga, ich muss mich sponsern, Alter. So, und jetzt wird es ein wenig politisch. Wem wird das Bundesverdienstkreuz bei Amtsantritt verliehen? Dem Bundespräsidenten. Nein, Quatsch. Bei Amtseintritt? Bei Amtsantritt. Ist es der Bundespräsident oder ist es vielleicht der Bundeskanzler? Ja, man muss ja was geleistet haben und der ist ja schon, der darf auch erst ab einem gewissen Alter gewählt werden und so weiter. Deswegen ja, war die erste Eingabe doch die richtige. Ganz genau, 1:1. Wie viel Kakaobutter ist in etwa 100 Gramm weißer Schokolade enthalten? Die Antwort dann auch in Gramm? Die Antwort ist auch in Gramm. Und ihr müsst mal, ihr könnt jetzt mal eine Schätzfrage abgeben. Warte mal, die in 100 Gramm weißer Schokolade. Genau, wie viel Kakaobutter ist da drin? Und ihr dürft beide einen Tipp abgeben. Es ist auf jeden Fall zwischen 0 und 100 Gramm, so viel kann ich schon mal verraten. Was will ich jetzt drin? Ich bin noch mal überlegen. 1:1 steht's. In 100 Gramm, wie viel Gramm Kakaobutter ist da drin, ne? 30 Gramm. Ich sag 0, weil das ja weiße Schokolade ist, tippe ich jetzt einfach mal, dass da gar kein Kakao drin ist. Hier dribbelt jetzt, ja? Ist das so? Das finden wir jetzt mal kurz heraus. Rund 20 Gramm. Oh, okay. Habe ich mich vertan. Ich dachte, das ist so eine clevere Frage irgendwie um die Ecke. Da liegst du ja doch näher. 28 Gramm, sogar habt ihr gerade falsch gelesen. Also du warst ziemlich nah dran. Oh, 2:1 und jetzt etwas, womit ihr euch auskennt. Deshalb nur die Frage und mal sehen, wer das ganz schnell beantworten kann. Was ist ein Undercut? Ja, Haarfrisur. Damit steht es 3:1. In welchem Ort schuf der Geigenbauer Antonio Stradivari seine wertvollsten Instrumente? Kann man Punkte verlieren? Du kannst heute nichts mehr verlieren, Echo. Okay, Rom. Rom klingt gut und es war leider nicht Rom, sondern Cremona. Oh. Was berechnet der Pearl-Index? Das habe ich schon mal gehört, aber... Du hättest das gewusst, oder was? Der da hinter der Kamera mit seinen Fragen, die hier... Alter. Nein, ich weiß es nicht. Der Mann hinter der Kamera, der will euch aufs Glatteis führen. Ja. Du sagst, du gibst keine Stimme, aber das ist doch doof. Kannst auch zufällig gewinnen, es gibt ja keinen Abzug. Achso, es gibt ja keinen Abzug. Ne? Ich gebe euch mal ein paar Tipps. Eins ist richtig. Den Wert von Zuchtperlen, die Sicherheit von Empfängnisverhütungsmethoden, die Anzahl von Glitzerpartikeln in Nagellack oder die Lautstärke eines Schlagzeugs. Willst du da mitziehen oder mal hier volles Risiko gehen? Du musst ja aufholen, Echo. Ich sag das mit dem Nagellack. Und nicht mit den Empfängnisverhütungsmitteln? Nee. Es geht tatsächlich um die Empfängnisverhütung, Echo. Hätte sich mal getraut. Volle Konzentration, meine Herren. Hier kommt die letzte Frage. Wie heißt die Band der Schauspielerin Anna Loos? Und wenn man den Namen hört, dann sagt man, ach, da spielt, wer, wie heißt die nochmal? Ich kenne die gar nicht, Bruder, kennst du die? Du bist doch, hör auf. Du bist, Billy, Zilli, Hilly oder Silly? Ich sag Silly. Mit Z. Weil wer hat noch eine Silly mit S? Ich sag Silly mit S. Du darfst jetzt aber nicht das Gleiche sagen, sonst hast du ja schon gewonnen. Natürlich darf ich das, Digga. Natürlich darf ich das. Billy, mit B aber, ne? Billy, so. Und es ist Silly mit S, natürlich eine ganz bekannte Rockband damals noch aus Ostdeutschland. Wer kennt sie nicht? Und ja. Unentschieden haben wir jetzt, ein Unentschieden. Sehr gut, ist doch schon mal etwas.
Und ja, Stadt, Land, Fluss, ich glaube, da brauchen wir nicht viel zu erklären. Ich gebe euch den Buchstaben vor. Wir haben jeweils 5 Kategorien. Stadt, Land, Star, Automarke und auch ein Tier. Was du dir ausgesucht hast, die Kategorie, nachdem es um Essen ging. Du isst also gerne Tiere. Nein, das war nicht der Fall. Ich bin darauf gekommen, weil ich dachte, jeder kennt ein Tier. Das wollen wir jetzt herausfinden. Und wir machen das 3 Runden lang und beginnen mal mit einem. Sind viele Hunde unterwegs heutzutage, wenn ich das an der Stelle mal sagen darf. Leise, sagst du leise das Alphabet auf und ich sage dann Stopp oder wie auch. So können wir das machen. Okay. Wann fängt? Ja, ich zähl schon. Achso. Stopp. L. Fertig. Ah, fuck. Ich sehe schon, du hast ja nur viele L's geschrieben in jeder Spalte schon mal. Ich bin voll auf dich konzentriert, Alter. Fuck. Ey. Tut mir leid. Okay, ich habe bei Stadt habe ich Ludwigsburg. Schöne Stadt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist auch die erste, die mir eingefallen ist. Was hast du? Du hast eine andere Stadt? Limburg. Okay, also krieg ich. Du bist durch, Alter. Nimm den Punkt einfach. Aber machen wir es nicht jetzt mit 20, 10 Punkte oder so. Aber dann wird es ja spannender, Alter. Okay. Ich krieg jetzt 20 Punkte für Ludwigsburg. Und du, Chris? Auch 20 Punkte. Okay. So, dann habe ich, ab jetzt bin ich der Einzige, der was hat. Dann habe ich Litauen, kriege ich 20 Punkte. Lenny Kravitz habe ich 20 Punkte. Lexus habe ich 20 Punkte. Und den Lux 20 Punkte. Okay. Da sind nach Adam Riese 100 Punkte. Ah, boah, das ist eine Menge Holz, Bruder. Und wenn wir jetzt bei dir nachrechnen, kommen wir nur auf 20 Punkte, Echo. 20, ich hab, ja, du hast mich voll durcheinander gebracht mit deinem, ich bin doch schon längst am Zählen. Ich dachte, was? Egal, komm, ich nehme das nicht als Ausrede, let's go. Jetzt musst du dafür Stopp sagen, damit Echo nicht sagen kann, er wurde durcheinander gebracht. Stopp. S. Fertig. Echo, fang du doch jetzt mal an. Okay. Siegburg. Schöne Stadt. Solingen. Beide 20 Punkte. Ja. Dann haben wir ein Land. War mein letztes, bin ich nicht drauf gekommen. Spanien. Das ist ein Land. Dann haben wir einen Star. Sarah Connor. Hab ich auch. Ernsthaft? Kriegt jeder 10 Punkte. 10, ne? Ja. Kriegt jeder 10 Punkte für Sarah Connor. Und dann. Star mit S und wir denken original an Sarah Connor, Alter. Star. Und dann haben wir noch die Automarke. Seat. Ich hab Saab. Das ist eine Automarke, oder? Meines Wissens ist das auf jeden Fall ein Auto. So, und dann haben wir noch ein Tier. Seekuh. Ja. Eine Seekuh, auch ganz Schlange. Schön. Ich hab eine Schlange. Schlange und eine Seekuh. So, dann rechnen wir mal ab und ich glaube, du bist so bei 90. 90, genau. Und Echo Freezy ist so bei? 70. Da musst du ihn jetzt in der entscheidenden Runde ein bisschen Vorsprung lassen. Vielleicht nur mit einer Hand schreibst du sowieso vielleicht die Hand auf den Rücken binden. Er muss 100 Punkte gut machen. Ja, das wird schon. Okay, egal. Komm. Okay. Vielleicht ziehen wir dir einfach noch was ab. Mal sehen, was daraus wird. So, Echo, jetzt musst du wieder Stopp sagen und ich hoffe, ich bringe dich nicht durcheinander. Ja, let's go. Stopp. Devi Dora. Stopp. Stadt, Land, Fluss, Runde 3 und der Freezy ist durch. Dann fang du mal an mit deiner Stadt. Dortmund. Düsseldorf. Jeder 20 Punkte. Dann haben wir ein Land. Deutschland. Jo, krass. Ich habe Dominikanische Republik. Das war naheliegend und trotzdem 20 Punkte auch für dich. Dann haben wir einen Star. Danny DeVito. Ich hab Donald Trump, aber eine Räume. Da ist unser Danny aber lieber. Jeweils 20 Punkte. Und dann haben wir eine Automarke. Daimler-Benz. Oh, ich hab einen Dacia. Auch jeweils 20 Punkte. Und wir haben einen Fluss. Delfin. Entschuldigung, es ist natürlich ein Tier und kein Fluss. Ja, ein Delfin. Wieder 20 Punkte für dich. Jetzt hast du noch ein bisschen aufgeholt, Echo. Dennoch, wir brauchen gar nicht nachzurechnen. Diese Challenge hat der Pillard gewonnen. Ist in Zukunft wieder öfter statt am Tour spielen? Ja, auf Tour. Wir können lustige Tourspiele einführen. Das werden wir dann in den Blog sehen, die wir während der Tour machen. Da haben wir schon Bimmelbingo hatten wir schon ausgewählt. Langsam von hinten rankommen und vielleicht nehmen wir auch Stadt am Fluss mit dazu. Okay, auf Pimmelbingo freuen wir uns am meisten, oder? Ja. Also es ist das erste Mal, dass ich mich ein bisschen ärgere, weil es eigentlich was ist, was ich ganz gut kann. Aber ich habe einfach die erste Runde so verkackt und ich gratuliere einfach dem Pillard. 21 Challenges liegen hinter uns. Der Pillard hat mit einem klitzekleinen Vorsprung das Rennen gemacht. Aber das war ja am Ende des Tages auch nur eure Tourvorbereitung. Aber was für eine Tourvorbereitung? Ich glaube, fitter kann man doch gar nicht mehr jetzt losfahren und auf Tour gehen, oder? Ja, ich bin auch der Meinung, wir haben auf jeden Fall alle Bereiche abgedeckt. Konditionelle Bereiche, feinmotorische Bereiche, geistige Bereiche mit Quiz. Wir haben auf jeden Fall
alle Attribute geschärft, die man braucht, um erfolgreich auf Tour zu gehen. Von daher würde ich behaupten, ihr könnt euch auf eine Menge gefasst machen, wenn wir euch in den 21 genannten Städten besuchen werden. Also ich freue mich definitiv, dass wir jetzt auf Tour gehen, dass Pillard dabei ist, habe ich ja schon öfter gesagt, auch in anderen Interviews, wie sehr ich mich darüber freue. Und man muss auch sagen, der hat natürlich besser gespielt. Es gab die Fußball-Challenge, nehme ich ein bisschen als Ausrede, die muss natürlich abgezogen werden, weil er da sowieso besser ist. Aber er ist auch im Gesamten einfach ein besserer Sportler oder wie soll man das sagen? Er ist mehr dafür gemacht, glaube ich. Ich bin da mehr so, glaube ich, der Entertainer und dennoch habe ich versucht, immer mitzumachen. Es war ganz interessant, bei manchen Sachen, wo ich dachte, das kann ich gut, da hat er es besser gemacht, bei manchen, wo ich gar nicht mitgerechnet habe, habe ich gewonnen. Und das kann man bei solchen Sachen vorher nicht wissen. Ne? Ich gratuliere hiermit nochmal Pillow, dass er da gewonnen hat. Er darf jetzt im Bus die Musik aussuchen, irgendwie sowas, ja. Auf jeden Fall, aber jetzt seid ihr dran, ja? Ihr müsst jetzt kommen, weil wir jetzt ja losfahren. Wir fahren genau jetzt los. Ja, würde ich mal sagen, auf ihr beiden. Los geht's. Und ja, vielen Dank, Herr Bruns, und danke an Can, an der Kamera, und wir sehen uns auf Tour.